Hallo Leute, wir sind hier bei der Premiere von Harry Potter Visions of Magic im Odysseum in Köln. Und wir dürfen uns heute einen allerersten Eindruck davon machen, wie das Ganze hier aussieht, was uns hier erwartet. Und ja, wir sind hier im allerersten Raum und es ist ein unglaubliches Feeling. Gerade am Eingang habe ich noch hier diesen leuchtenden Zauberstab bekommen, wo ich auch noch nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns dabei zu begleiten. Hinter der Kamera ist übrigens wieder Jerome. Jerome, wink mal in die Kamera. Hallo. So Leute, ich wurde gerade freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Krawatte nicht richtig trage. Also nochmal vielen Dank dafür. Kein Problem, das ist wichtig. Immer schön aufmerksame Zuschauer und Leute hier dabei zu haben, die darauf Acht geben. Und jetzt laufe ich auch stilgerecht durch Harry Potter Visions of Magic. Leute, wir befinden uns hier in einem riesigen Raum, wo die verschiedenen Zaubereiministerien dargestellt werden. Angefangen mit dem Französischen über das Amerikanische und jetzt gerade sind wir hier im britischen Zaubereiministerium, untermalt mit den passenden Soundtracks natürlich. Und unser Zauberstab kann mit Revelio hier verschiedene Geheimnisse enthüllen, indem wir den Zauberstab auf die kleinen Lichtflecke halten, die hier überall auf den Wänden auftauchen. Es ist so cool dargestellt und verströmt so ein unglaubliches Feeling. Es ist der absolute Wahnsinn. Leute, wir haben gerade schon ein bisschen gespickt. Als nächstes geht es in die Mysteriumsabteilung. Und jetzt geht auch noch mein Zauberstab kaputt. Sieht schon ultramäßig cool aus und vielleicht werde ich ja dort meine Prophezeiung entdecken. Komplett. Oh mein Gott. Diese Prophezeiung hat mir gerade gesagt, dass ihr dieses Video unbedingt liken müsst, damit ich den morgigen Tag erleben werde. Leute, jetzt kommen wir zu einem ganz besonders spannenden Teil. Newts Koffer. Wir werden jetzt also einen kleinen Einblick in Newts magische Tierwesenwelt bekommen. Sehr gespannt. Das ist alles fake. Ah, mega gut, die Nocturngasse. Ich wollte doch eh noch einen fleischfressenden Schneckenschutz kaufen. Geil.
Hä? Was auch immer Tante Magdas Dogge im Raum der Wünsche macht. Jetzt hier beim vorletzten Raum, dem Raum der Wünsche, und in 3 Minuten werden wir zur finalen Attraktion reingelassen. Ich bin mega gespannt und bisher ist es einfach nur ein atemberaubendes Erlebnis hier. Ich weiß nicht, was uns da erwarten wird in diesen 3 Minuten. Es soll auf jeden Fall ein Finale sein, so viel wurde uns gesagt, aber was genau das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Jerome, hast du eine Vermutung? Ich glaube, wir nehmen erstmal ein Bad. Ja, das kann sehr gut sein. Ich bin gespannt. Und mit Mirte. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So Leute, wir haben jetzt die ganze Attraktion gesehen und es ist der absolute Wahnsinn gewesen. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, befinden wir uns jetzt hier am Abschluss noch in einem Merch-Store, der natürlich mal wieder ordentlich Potenzial hat, einem das Geld aus der Tasche zu holen, weil, ja, ich meine, Leute, schaut euch das Ganze an. Dem wollen wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz zu Gemüte führen, uns das Ganze anschauen, was es hier so gibt, und da nehmen wir euch natürlich auch noch mit. It's the money. Ist aber kein Gudala, ne? So Leute, da sind wir jetzt am Ende angekommen und ja, ich würde sagen, die Abmoderation und vor allem auch das Fazit mache ich nicht alleine, denn ich hatte ja noch einen lieben Freund und Kameramann dabei, der hier unten einmal... Hallo, ich bin Jerome. Hallöchen Jerome. Direkt mal am Anfang die Frage, wie fandest du es? Ich fand's sehr, sehr cool. Also es war auf jeden Fall ein krass magisches Erlebnis, muss man sagen. Und ja, wie fandest du's? Ja, also ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Das ganze Feeling dort, die Atmosphäre, die war unglaublich genial. Man hat sich wirklich gefühlt, als wäre man dort in den verschiedenen Kulissen wirklich mit am Start. Und ja, also ich muss sagen, es ist definitiv ein Besuch wert und ich würde es glatt nochmal machen, oder wie siehst du das? Also ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwar die Kamera gemacht, aber ich glaube, ich würde auch noch mal selber reingehen. Einmal, um alles so wirklich selber mitzuerleben und so. Es hat schon echt viel Spaß gemacht. Und gerade als Filmemacher, die Aufnahmen, habt ihr ja gesehen, es war einfach Gold wert. Ja, absolut cineastisch, muss man sagen. Wir hatten jetzt ungefähr 2 Stunden Zeit, eigentlich 1,5. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Aber ich finde die Zeit auch absolut ausreichend. Man kann sich natürlich in den Räumen verlieren und auch sehr viel Zeit darin verbringen. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich schon ganz ausgereizt, ne? Also wir haben schon ordentlich viel Zeit in jedem Raum verbracht.
Aber das muss man auch meinem Perfektionismus verdanken, weil ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen wir nochmal doppelt gemacht haben in einer Location. Mhm. Das war schon, ja. Ja, kann man glaube ich auch nicht mit dem normalen Besucher vergleichen. Ne? Der würde wahrscheinlich sich alles anschauen und mal so durchgehen. Ich denke, da ist man dann in ungefähr einer Stunde, anderthalb durch. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze auch bei den anderen Leuten ankommen wird. Und sollen wir das Ganze mit einer Punktzahl bewerten, wie wir das Ganze empfanden? So von 1 bis 10 mit 0,5er Zwischenschritt? Können wir machen. Mhm. Also ich würde dem Ganzen, glaube ich, sogar einen 8,5 von 10 geben. Mhm. Also insgesamt fand ich es sehr, sehr geil. Man hat halt gesehen zwischendurch, dass es nicht ganz real war. Also klar, wenn man vor der Leinwand steht, dann sieht man, dass es nicht real ist. Aber so die Plattform und so, man hat schon ein bisschen gesehen, dass alles gesettet ist und nicht 1:1 nachgebaut ist. Ja. Aber sonst war es mega. Ja. Also das sind auch die Punkte, die du nennen würdest, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, warum nicht 10 von 10? Ja. Okay. Ja, dem schließe mich aber auch an. Also ich würde auch dem Ganzen tatsächlich auch eine 8,5 geben. Ich finde das eigentlich sehr treffend. Auch aus den gleichen Gründen. Ich hätte es mir vielleicht sogar noch ein Tick größer gewünscht, aber das sind jetzt Kleinigkeiten und definitiv auf jeden Fall ein Besuch wert. Deswegen, Leute, schaut euch das Ganze selber an in Köln im Odysseum. Wird jetzt einige Monate, glaube ich, am Start sein. Wir werden es euch nochmal hier irgendwo einblenden, damit ihr genau seht, wann das stattfindet und wie lange. Und wenn ihr Potterhead seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Lasst es euch nicht entgehen. Das hier ist quasi, kann das schon fast sagen, die deutsche Studiotour, oder? Also ich war noch nie in der Studiotour, aber ja, würde ich sagen. Ja, das ändert sich ja bald. Oder Cliffhanger. Ja, in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War sehr cool. Jerome, letzte Worte? Top. Tschüss. Haben eine exklusive Führung hier und, upsala, auch schon direkt einen Zauberstab weggeworfen.